Moin und herzlich willkommen auf der Sunshine. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Es soll heute um das Thema gehen, wie könnt ihr eure Segeljacht, euer Schiff, euer Boot im Winter im Wasser überwintern lassen, ohne dass euer Unterwasserschiff Schäden bekommt, dass am Wasserpass Schäden entstehen, dass hier drin irgendwas schimmelt, gammelt, schlecht duftet, kaputt geht. Das ist also das Thema von diesem kurzen Video. Und alles, was ich erkläre, habe ich hier unten in die Beschreibung reingestellt. Auf die eigene Webseite sunshine-sailing.info habe ich euch verlinkt. Und da könnt ihr nochmal alles nachlesen, Fotos sehen etc. Und so what, wenn irgendwas nicht da ist, nehmt das Telefon, ruft mich an. Und dann kann ich euch hoffentlich alle Fragen auch relativ schnell beantworten. Ja, das letzte Video ist wirklich lange her. Ihr seht es ja, die Haare wachsen und der Bauch ist etwas weniger geworden. Freue mich ganz besonders darüber, dass ich dann im Sommer wie eine Feder auf die Pier schweben kann. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, was ist denn überhaupt wichtig, bevor wir innen anfangen, nämlich draußen mal zu gucken. Ich habe unsere alte Kuchenbude draufgepackt. Die ist überhaupt nicht mehr schön und mit der würde ich auch nicht mehr gerne in Urlaub fahren wollen. Aber die ganze Pflicht, der ganze Außenbereich, die ganze Elektronik ist also immer komplett vor Feuchtigkeit und Nässe geschützt. Also diesen Außenbereich zu schützen, das ist schon ganz wichtig. Natürlich immer von Vorteil auch alle Leinen, alle Segel, alles runterzunehmen oder zumindest so zu deponieren auf Deck, dass es dort kein Schaden entstehen kann. Wichtig ist natürlich auch alles abzuspannen, dass nichts klappert und klackert und hin und her fliegt. Interessant wird es hier in der Kabine und da zeige ich euch jetzt ein paar Punkte. Was ihr hier seht, ist nicht die Altkleidersammlung bedürftiger Skipper, sondern ich habe auf dem Salontisch alles, was Stoffe sind, entsprechend gestapelt. Ich habe es versucht so zu stapeln, dass sich immer überall auch Zwischenräume befinden, sodass das Ganze auch zirkulieren kann. Ihr seht schon, die ganzen Klappen, Schaps, Abdeckung sind auch alle offen zur optimalen Belüftung. Allerdings ist es zu empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit haben solltet, eure Polster und Stoffe von Bord zu nehmen, das auch zu tun. Ich selber habe die Möglichkeit nicht. Und deswegen habe ich mich für diese Variante entschieden. Ich habe also alles versucht, dass die Deckel offen stehen. Hier beim Sitz habe ich es jetzt nicht, weil ich gerade drauf gesessen habe, sonst ist er eben auch hochgeklappt. Das Polster liegt dann entsprechend dazwischen. Auch im Motorraum habe ich die Seitenabdeckung weggelassen, dass auch hier eine entsprechende Zirkulation möglich ist. Und es macht sich auch sehr gut, wenn man mal fix einen Blick reinwerfen will. Man hat gleich ein bisschen mehr Licht dabei. Also es ist schon recht optimal. Braucht man kein extra Licht nachrüsten. Und ich habe mich wirklich gewundert, was haben wir eigentlich alles auf dem Dampfer rumliegen? Ja, das Ganze ist natürlich auch im Bodenbereich wichtig, die Bodenbretter rauszunehmen, auch hier für eine Durchlüftung zu sorgen. Außerdem kann man hier auch mal eine Sichtprüfung machen, ist ein bisschen Feuchtigkeit da. Hier ist es aus der Bilgenpumpe ein bisschen Flüssigkeit rausgelaufen. Ist gar nicht schlimm, kann man entsprechend aufwischen, aber auf jeden Fall sollte auch daran gedacht werden. Entsprechend natürlich auch im WC. Überall da, wo sich entsprechend Kälte stauen kann, Kühlschrank, Küchenzeile etc., ist darauf zu achten, dass immer alles offen steht, irgendwas zwischenklemmen, dass auch bei Bewegung des Schiffes das nicht zufällt, dass eine Durchlüftung gegeben ist. Wir haben eine Webasto Dieselheizung an Bord, die lassen wir öfter auch mal laufen. Wenn ihr das nicht habt, aber ihr habt zum Beispiel Landstrom, könnt ihr euch so einen Ecomat T2000 Würfel holen, das ist ein Heizwürfel. Ich glaube so auf Keramikbasis und der macht also punktuell sehr, sehr viel Wärme, aber ist so sicher, der kann nicht mal ein Blatt Papier entzünden. Und nein, das ist keine Werbung, ich habe mir das Produkt selbst gekauft und bin damit sehr, sehr zufrieden. Kann man auch nachts während des Schlafens gut betreiben mit Flüsterfunktion. Jo, hier steht schon wieder einiges rum, was noch verbaut werden will. Das war eben der Kohlewasserfilter, der kommt durch das Waschbecken. Ja, hier sind wir in der Eignerkammer. Mit der ganzen Antriebstechnik für das Bugstrahlruder. Und auch hier ist es überhaupt keine Nässe zu sehen, keine Tropfspuren zu sehen. Auch oben die Luke komplett trocken, weil halt nichts gammeln kann. Auch die Schränke aufgemacht und ihr seht, überall ein bisschen was zwischengeklemmt. Was ich noch gemacht habe in jedem Teil des Schiffes sind diese gelben Säcke. Da ist ein Granulat hinten drin und dieses Granulat kann Feuchtigkeit aufnehmen. Das verfärbt sich dann. Und daran sieht man das, das kann man im Backofen da wieder neutralisieren. Und ich habe keinen Sack gehabt, wo Feuchtigkeit drin war. Das zeigt also, dass das System entsprechend funktioniert. Bei älteren Schiffen ist immer das Problem der alten Fenstergummis, dass die nicht mehr so ganz dicht schließen. Ich habe dazu an allen Gummis und an allen Luken Vaseline auf dieses Gummi aufgetragen.
Und hier kann man es ganz gut sehen, der Wassertropfen, der jetzt hier runterläuft, der ist also außen und es läuft nichts rein. Und das kann ich euch nur empfehlen, gerade Wind drückt das öfter auch mal ins Boot rein. Das ist also eine wirklich einfache, günstige und schnelle Möglichkeit. Ich habe weiterhin die Seeventile mit Dämmmaterial aus dem Sanitärhandel bestückt, damit Kaltluft sich nicht auf die Seeventile setzt und ein Einfrieren dadurch noch besser verhindert wird. Natürlich ist das Wichtigste immer mit entsprechend Frostschutz das Seeventil auch zu spülen. Diese Maßnahme der Dämmung haben wir in unserer kompletten Segeljacht bei allen Seeventilen durchgeführt, also Küche, dann im WC und natürlich auch Seeventil für den Seewasserkreislauf. Apropos Wasser, das ist immer so eine Sache. Wie kann ich also meine Wasservorratsbehälter leer kriegen? Wie kann ich den Boiler leer kriegen, wo die Warmwasserheizung drin sitzt? Das Einfachste ist natürlich, alle Wasserhähne auf, rauslaufen lassen, aber ein bisschen Restwasser bleibt halt drin. Und da gibt es zwei Möglichkeiten: entweder das Ganze über ein Druckluftsystem auszupusten, dass alles leer ist, oder, und das ist meine Möglichkeit, ich spüle also alle Tanks. So ungefähr pro Tank mit ja, 10 Liter. Also wir haben vorne 150 und hinten 150 Liter Wasser. Also vorne 10 Liter, hinten 10 Liter rein. Und zwar nehme ich dafür Lebensmittelfrostschutz. Ne, das ist also nicht giftig, gar nichts. Das könnt ihr auch hinterher, wenn ihr wollt, so ins Wasser laufen lassen. Am besten so im Frühjahr oder Sommer bestellen, dann kriegt ihr da echt gute Preise. Und dieser Lebensmittelfrostschutz, der hat den riesen Vorteil, dass da keine Giftstoffe drin sind. So, und damit spüle ich also alles durch, bis aus den Wasserhähnen diese Flüssigkeit kommt und die ist sehr, sie ist rosafarben, das erkennt man sehr gut. Hier unten sieht man es auch ein bisschen, die ist rosafarben und wenn also rosa Wasser aus dem Wasserhahn kommt, dann mache ich den Wasserhahn zu. Was aber nicht vergessen werden darf, sind natürlich auch die Seeventile. Also, das seht ihr auf den Fotos auf meiner Webseite, wenn ich den Motor einwintere, also den äußeren Wasserkreislauf mit dem Seewasser, dann kommt also hier der Schlauch rein, wo normalerweise Seewasser angesaugt wird. Ich spüle das einmal durch, bis hinten aus dem Auspuff auch diese Flüssigkeit kommt. Pack den Schlauch dann wieder auf das Seeventil drauf und vom Wasserfilter puste ich praktisch dann einmal aufgefüllt den Schlauch durch, sodass am Seeventil austritt auch diese Flüssigkeit ist, macht das Seeventil zu. Das mache ich überall. In der Küche ist es einfacher, dann lasse ich ins Waschbecken laufen. Wenn das Waschbecken abläuft, mache ich zwei, dreimal auf und zu und dann lasse ich es zu und so weiß ich, das Seeventil ist also auch damit gesichert. Im Bad ganz genauso. Statt, wie die Händler es wünschen, das Pump-WC abzubauen, habe ich den Ansaugschlauch für das See- und Spülwasser in den Kanister von dem Frostschutz reingehalten, habe dann oben über den Pumpmechanismus das Spülbecken vollgepumpt, über den Umschalter dann das Ganze auch wieder abgepumpt und damit stehen lassen. Vorher habe ich allerdings noch den Pumpmechanismus auseinandergebaut und entsprechend eingefettet. Der Fäkalientank, welcher zuvor geleert und gespült wurde, hat jetzt in sich das Frostschutz und über das entsprechende Seeventil lasse ich den Frostschutz nach außen laufen und schließe vor dem Auslaufen das Seeventil. Somit ist auch der Fäkalientank und das Seeventil entsprechend gesichert. Wichtig wäre, dass ihr natürlich auch an die Elektrik denkt, nämlich an eure Batterien. Wenn ihr also nicht die Möglichkeit habt, einen Landstromanschluss zu nutzen, der eure Batterien permanent über ein Ladegerät lädt, dann bitte die Polklemme abmachen, ansonsten entladen sich möglicherweise eure Batterien. Ich zeige euch mal, wie das Ganze bei mir aussieht. So, einmal zum Motorraum. Ups. So, ich hoffe, das Licht reicht. Ich habe hier also ein Ladegerät von Mastervolt, 75 Ampere. Und dort habe ich also drei Kreise, wo ich eben entsprechend Batterien versorgen kann, also getrennt Verbraucher- und Starterbatterie. Ja, zum Thema Motor und Motorraum. Der Motor ist jetzt entsprechend eingewintert mit dem Lebensmittelfrostschutz, also von der Seite kann nichts passieren. Aber die Saison ist der Motor ja auch bewegt worden. Das heißt also, man sollte auf jeden Fall dran denken, mal den Impeller zu tauschen, Ölfilter machen, Öl wechseln, natürlich auch Dieselvorfilter und Dieselfilter. Die meisten Wassersportler machen das am Ende der Saison. Ich habe den Rhythmus verschoben. Ich mache das zu Beginn der Saison,
weil ich einfach der Meinung bin, dass die paar Stoffe, die im Öse dem Motor nicht schaden, wenn das da die 3-4 Monate steht, aber dann kommt ein frisches Produkt, ein frisches Öl drauf, ein frischer Dieselfilter, Vorfilter, ein frischer Ölfilter, frischer Impeller und das System kann dann praktisch entsprechend frisch gewartet starten, als wenn die neu verbauten Sachen schon wieder 3-4 Monate im Motor lagern. Das geht natürlich auch fürs Kühlwasser. Hier muss natürlich auch mal geguckt werden, ist das Kühlwasser für den inneren Seekreis noch gut, ausreichend, muss es getauscht werden oder nicht. Ich habe früher immer grünes Kühlwasser genommen, da hat man mir gesagt, da wären Silikate drin, das macht wohl die Gummis porös. Bin jetzt auf rotes Kühlwasser umgestiegen, kriegt ihr über den Fachhandel und ja, ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Auf jeden Fall macht es einen guten Eindruck bis jetzt. Ja, das waren die Sachen, die ich durchführe, wenn ich unsere Segeljacht im Winter im Wasser lasse und sozusagen für das Wasserbecken einwintere. Was für mich ganz wichtig ist, dass natürlich kein Eis außen an den Bootskörper kommt. Keine Angst, jeder Bootskörper verträgt einen gewissen Eisdruck, gerade wenn sich das Boot mit dem Eis hochhebt. Aber naja, so richtig toll ist es halt auch nicht, ne? Und ich habe mir eine Anlage gebaut, die habe ich mir selber entworfen. Sicherlich gibt es das auch schon in anderer Art und Weise. Und das ist eine, ich nenne sie mal, ja, Strömungs-Eisfrei-Anlage. Dafür braucht ihr natürlich Landstrom. Oder ihr habt so gute Batterien, die sich über Solar immer wieder füllen. Dann könnt ihr das auch über das Bordnetz laufen lassen. Ich mache das über Landstrom. Ich blende euch hier mal ein Bild ein. Und da seht ihr das Gestell. Das sind also entsprechende Alurahmen, die ich verschraubt habe. Habe eine Schmutzwasserpumpe eingebaut. Habe die entsprechend mit Kabelbindern fixiert. Und habe dann ein Rohrsystem gemacht, sodass das Wasser entsprechend nach oben geleitet wird. Die Idee dahinter ist, dass natürlich Wasser, egal bei welcher Wassertemperatur, irgendwo eine Schicht hat, eine Sprungschicht, wo immer 4 Grad Wassertemperatur sind, auch wenn oben Eis ist. Und diese 4 Grad Wassertemperatur, die hole ich mir mit der Pumpe hoch, also da platziere ich den Unterboden der Pumpe und baue mir das Rohrsystem so, dass also in Kielrichtung unter dem Unterwasserschiff auf Höhe der Wasserlinie dann der warme Wasserbereich 4 Grad unter dem Schiff langläuft in Fahrtrichtung. Und somit, das zeige ich euch auch mit Fotos, habt ihr die Gewissheit, dass also immer ein Wasserstrom ist, das Eis nicht also an der Wasserkante schabt. Sollte eine Pumpe nicht reichen, baut ihr euch zwei, hängt eine, ja, so ein bisschen achterlich hin, eine bisschen nach vorne ins Vorschiff. Und es ist echt eine einwandfreie Nummer. Das funktioniert auch, wenn ihr nicht immer an einem Schiff sein könnt. Das kann man auch fernüberwachen. Aber grundsätzlich geht es erstmal um die Pumpe. Und ich habe einen Aufwand gehabt, kostenmäßig vielleicht 130 Euro, rein Material. Wenn ihr euch solche Pumpen kauft, sehen die natürlich vielleicht etwas schicker und eleganter aus, aber dann zahlt ihr auch 2.000, 3.000 Euro unter Umständen. Ich wurde gefragt, warum der Alurahmen so groß ist. Die Pumpe hat ja einen Drehmoment und damit sich die Pumpe nicht verdreht, brauchte ich einen Gegenpol. Deswegen der stabile Alurahmen. Und diese Leiste unten mit dem Abstand zum Pumpenuntergrund habe ich deswegen gewählt, weil wir hier auch schon mal Wasserstandsschwankungen im Stralsunder Hafen haben. Und sollte dann eine starke Schwankung sein, würde ja die Pumpe, wenn nicht dieser Unterbau wäre, unten auf dem Grund liegen, würde Dreckansaugung verstopfen, kaputt gehen. Und so steht die praktisch auf dem Grund, kippt maximal vielleicht ein bisschen schräg weg, weil oben ist hier über Leinen fixiert und das beugt einfach der Haltbarkeit vor. Ja, in dem Sinne, unten ist die sind die Beschreibung, was ich erzählt habe, auf der Webseite sunshine-sailing.info. Wäre toll, wenn ihr dabei bleibt, den Kanal abonniert. Vielleicht schreibt ihr mir mal, was euch für Themen interessieren. Und ja, ich freue mich schon, wenn es losgeht. Da hat mich doch die Technik kurz vor Drehschluss im Stich gelassen. Also von dieser Stelle, schön, dass ihr dabei wart. Tschüss und bis zum nächsten Mal.